Ja. Tut mir leid, mein Herr Guter, aber ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Der Hund neigt den Kopf und winselt wieder leicht. Du kannst mit mir kommen, vielleicht finden wir ihn ja unterwegs. Die Ohren des Hundes richten sich auf. Er trottet zu dir herüber und bellt fröhlich. So, wir haben den schwarzen Hund. Dieser kleine Hund hat gänzlich schwarzes Fell und ein freundliches Wesen. Er trottet neben dir entlang und blickt treu zu dir auf, sobald ihr stehen bleibt. Ist mir lieber als unser Mini-Weltraumferkel. Riesiges Mini-Weltraumferkel. Ich liebe diese Anspielung auf Po. Dieses winzige, titanische Schwein sieht äußerst fremdartig aus, was in starkem Kontrast zu seinem niedlichen Verhalten steht. Es folgt dir treu und verlangt im Gegenzug nichts als Kameradschaft. Das klingt immer so schlimm, wenn ich die dann ins Inventar packe. I'm here. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit. Ach Gott, es sind drei. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, die Tiere einfach nachher in Ketnua irgendwie auszusetzen, wollte ich jetzt gerade schon sagen, aber ich will sie ja nicht aussetzen. So, das It's no Zeug trouble. hier können wir There you knacken go. und alles. Hier war aber auch noch eine Lupe. Hinter dem Bücher ist eine Zeichnung gestopft, die Iotas und den Fürsten Redrick in einer kompromittierenden I'm here. Stellung zeigt. Ja, warum nicht? At once. So, erstmal Sila Amin. Du siehst eine lange leere Straße, die zwei große Getreidefelder voneinander trennt. Die Lift ist kaum in Bewegung und das Land scheint für den frühen Nachmittag viel zu ruhig zu sein. Diese Frau geht ein Pferd führend langsam die Straße hinunter und sieht sich neugierig um. Sie scheint zu spüren, dass etwas nicht stimmt, aber sie kann nicht genau erkennen, was es ist. Sie bleibt stehen und legt ihre Nase schnüffelnd in den Wind. Ihre Stirn liegt in Falten und sie schaut sich nach irgendetwas um. Der Himmel ist klar, keine Wolken. Sie schnüffelt nochmal, während sie sich immer noch mit verwirrtem Gesicht umschaut und flüstert ein einzelnes Wort. Feuer? Sie schaut über die Felder hinweg, worauf sich ihre Verwirrung in Angst wandelt. Sie hält ihre Hand schützend gegen die Sonne hoch und sieht noch einmal hin. Da sie nicht findet, wonach sie gesucht hat, springt sie wieder in den Sattel, ihre Angst nun reine Panik. Sie gibt dem Pferd die Sporen und lässt es dem Pfad entlang galoppieren, der um einige Bäume herum zum Bauernhaus führen sollte. Mit entsetztem Gesicht hält sie kurz vor den verbrannten und schwenden Resten ihres Elternhauses an. Mit Tränen in den Augen treibt sie dem Pferd wieder die Sporen in die Seite und rast auf die Trümmer zu. Ja, sie hatte wohl gehofft, ihre Eltern auf den Feldern zu finden. Shane Schüttler Mulrian. Okay. Du siehst einen abgemagerten Jungen in Ketten mit schwarzen Höhlenstadtaugen, der blind auf eine Wand starrt. Ein Mann in einem dunklen Mantel tritt herein, er hält eine Schriftrolle und eine merkwürdig geformte Feder in der Hand. Der Junge starrt ihn ausdruckslos an. Eine Leiche, die auf Belebung wartet. Der Mann schnalzt deutlich abfällig mit der Zunge. Der Junge steht mit hängenden Gliedern auf. Der Mann nimmt die Feder und fängt an, auf die Brust des Jungen zu schreiben, indem er spitze verwinkelte Symbole von der Schriftrolle kopiert. Der Junge bleibt regungslos, während sich die Feder in seine Haut gräbt und blutige Stellen hinterlässt. Der Zauberer endet mit einem Schnörkel und bellt ein geheimnisvolles Kommando, das die Symbole ein trübes Glühen verleiht. Der Junge schreit auf, fällt hart mit den Knien auf den Steinboden auf seine Brust, fällt mit den Knien auf dem Steinboden auf. Seine Brust schwarz und rot brennt. Schließlich verschwindet das Glühen und hinterlässt nur harte schwarze Narben auf der Haut. Er fällt zuckend zur Seite, während er die Augen verdreht. Der Zauberer grunzt und tritt ihm auf dem Weg nach draußen auf das Bein. Der Junge liegt bis zur Dämmerung auf dem Boden, die Wei Augen weiterhin wie schwarze Löcher, während die Zuckungen zu krampfhaftem Schütteln werden. Hat er da wirklich versucht, irgendwie so eine Art Leiche wie deine Seele einzupflanzen? So klingt das fast schon. So, und der letzte. Du siehst einen Mann durch die Luft segeln und mit einem widerlichen Knacken gegen eine Wand in der Nähe knallen. Er steht nicht mehr auf. Sein Gegner, ein kräftig gut aussehender Krieger mit einem raubtierhaften Grinsen, dreht sich um und treibt seine Faust einem anderen Angreifer in den Bauch und entfernt ihn so aus der spontanen Schlägerei. Die Schenke ist zu einem Wirbelwind aus Ellbogen, Knien, Fäusten und Füßen geworden und kein Ende ist in Sicht. Es fühlt sich
ganz in, er fühlt sich ganz in seinem Element. In der Ecke flüstern drei schmächtige Männer untereinander und werfen dem kräftigen Mann in der Mitte böse Blicke zu, der lachend einen Stuhl über einem tätowierten Kopf zertrümmert. Die drei Männer positionieren sich in drei verschiedene Bereiche des Raumes, nicken sich knapp zu und greifen an. Schlecht für sie ist nur, dass der Mann sie kommen sieht. Etwas in seinen Augen lodert hell auf und alle drei brechen durch einen Schmerz zusammen, den sie nur in ihrem Verstand spüren. Der kräftige Mann verbeugt sich vor einem Raum voller Bewusstloser und Kampfunfähiger, bevor er schief pfeifend ins Freie schlendert. Klingt nach einem Berserker, der irgendwie einen Blutrausch oder so losgetreten hat. Ja. Das ist ein Schüttelreim. Schnapp dir einen Krug, mein Freund, sonst gibt's hier kaum was Sinnvolles zu tun. Sagte diese Frau aus Tain. Hey, wir haben uns doch geeinigt, Tain nicht zu erwähnen. Ja, die sagen alle dasselbe. Hey. I'm here. Okay, dann gehen wir noch hier rein. Schenkengast. Bitte lass mich in Frieden. Ich habe sowas von genug von dem, was ich von diesem Ort und seinen Bewohnern gesehen habe. Ja, können wir fast schon nachvollziehen. Hier ist es nicht gerade schön. Und hier sind ja nochmal zwei von der Sorte. Okay. Yes. Als du dich näher spürst, du eine lebhafte Vergangenheit in der Sehenswert dieser Frau. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Du blickst eine Frau, die ihre Taschen auf ihrem Bett entleert und ihr Inventar begutachtet. Tränke, Verbandsmaterial, Tinkturen und Kräuter sind willkürlich in ihrem Raum verteilt. Sie beißt sich auf die Lippen, neigt den Kopf zur Seite und fickt ab. Sie beginnt einen Gegenstand nach dem anderen vom Neuen vorsichtig und mit Bedacht einzupacken, wobei ihre Hände zittern. Jeder Gegenstand hat seinen eigenen Platz, doch wie auch immer sie die Tasche packt, sie ist nicht damit zufrieden. Das Zittern wird schlimmer und sie leert die Tasche mit einer Hand vor dem Mund erneut aus. Die Tränen steigen auf, sie gibt jegliche Hoffnung auf und stopft alles, was sie kann, in die Tasche hinein. Sie greift nach ihr und rennt aus dem leeren Haus. Mit aufrechtem Gang läuft sie zum Dock, das Finn vorgestreckt, der Blick hart und die Augen rot. Ein junger, schlaksiger Elf bekundet sein Beileid, doch sie nimmt ihn angesichts des Ozeans, der sich vor ihr offenbart nicht war. Sie streift durch die Hafenanlage, bietet jedem, der ihr zuhört, ihre Dienste als Heilerin an, jedem, der mit der nächsten Flut auslaufen wird. Kaum eine Stunde später beobachtet sie, wie ihre Kindheit in der Ferne verschwindet. Ein kleiner Fleck Insel. Sie versucht nicht zu springen. Ja, scheinbar hat sie dort ihre Eltern verloren und zieht jetzt los, weil sie nichts mehr erwartet. So. Oh, das war sie. Ich muss den anderen anklicken. Stromhellklinge. Du siehst eine Gruppe junger Männer um ein behelfsmäßiges Übungsziel herumstehen. Dieser Mann steht in ihrer Mitte und erklärt ihnen den Bau und die Benutzung eines Bogens. Während er spricht, hält er den Bogen hoch und erklärt jedes Teil und dessen Funktionsweise. Das ist ein Bogen, der besteht aus einem Stück Holz und einer Sehne. Was will man da viel erklären? Das Holz, das spannt und das Sehne, das schleudert. Danach geht er gut 70 Meter vom Ziel weg und sagt ihnen, sie sollen bleiben, wo sie sind. Er legt sorgsam an, erklärt ihnen dabei jeden Schritt und schießt den Pfeil ab. Zur großen Überraschung und Freude der Knaben neben dem Ziel trifft er direkt ins Zentrum. Und ja, bevor mich einer ignorant nennt, das war ein bisschen Sarkasmus gemeint. Ein komplexerer Bogen besteht natürlich mehr als nur aus einem Stück Holz und einer Sehne. Aber trotzdem klingt das irgendwie ein bisschen so, als ob er ein Sturmgewehr beschreiben würde. Er lächelt, geht auf die Knaben zu und erläutert ihnen die richtige Kopfhaltung, wie man einen Bogen am effektivsten hält. Von der Baumgrenze nahe ihres Übungsplatzes hört er ein Geräusch und bleibt stehen. Er kneift die Augen gegen die Sonne zusammen und sucht den Wald ab. Ein Schatten bewegt sich dort und er bahnt sich seinen Weg durch den Wald hinter ihn. Er zieht einen Pfeil aus dem Köcher, legt ihn aufs Ziel an, wobei er die Bewegung der verborgenen Kreatur sorgsam berücksichtigt. Er lässt den Pfeil fliegen, vergeudet aber keine Zeit und schnappt sich schnell einen weiteren. Die Knaben wirbeln herum, sehen, wie der Pfeil in dem Wald saust und sofort in den Bäumen verschwindet. Plötzlich gibt es im Unterholz explosionsartige Bewegungen, als ein Hirsch aus der Baumgrenze bricht
und über den Rand der Lichtung rennt. Die Knaben lachen und wollen den Mann schon auf seines schlechten Schusses veralbern. Als sie den Pfeil in seinem gespannten Bogen sehen, den er auf den Hirsch angelegt hat, hören sie auf zu sprechen. Er schießt zum letzten Mal und sie lassen sich zu Boden fallen, als der Pfeil dem Hirsch punktgenau hinter seiner Schulter trifft. Herz und Lunge durchdringt und ihn fast augenblicklich tot zu Boden stürzen lässt. Die Knaben starren den Hirsch einige Sekunden lang an, dann drehen sie sich mit neu entdecktem Respekt langsam zu dem Mann um. Er lächelt wieder und stößt ein kurzes Seufzen der Erleichterung aus. Yes. Gut. Das waren die und damit waren das hier auch schon alle. Hier gibt es übrigens wieder was zu erbeuten. Einmal einen Flammenfächer für dich. Kupferskate. Das Geld ist die Standardwährung im Kaiserreich Hedir und dem Gebiet unter seiner direkten Kontrolle. Wie beim Dürrwaldpant handelt es sich dabei um eine kleine Kupfermünze. Ja, ich glaube, die hatten wir aber schon mal. Die ist auch nur ein KP wert. So, Sveinur, machen wir das noch. Ich weiß nicht, wer du bist und es ist mir auch ziemlich egal. Geh weiter, wir sind nicht hierher gekommen, um mit Fremden zu plaudern. Adolf kneift die Augen zusammen. Vorsicht, anscheinend sind sie aus demselben Holz geschützt wie diese Schläger, die mich angegriffen haben. Er rümpft seine Nase und sie riechen auch so. Trumbel sagt, dass du seine Familie bedroht hast. Ich habe dich vor der Mühle gesehen. Um was ist es denn da gegangen? Na, da hat aber jemand eine blühende Fantasie. Was? Um was geht's denn hier? Darum, dass sich Trumbel für den Dorfkönig hält? Nur weil ihm die Mühle gehört. Die Wangen des Zwerges zittern vor Wut. Es geht darum, dass er uns kaum was von dem Weizen abgibt, den wir ihm bringen. Und da zieht er uns noch über den Tisch, wenn wir Getreide kaufen müssen. Es geht um Bauern, die Hunger leiden, während sich ein paar reiche Bastarde an ihrer Ernte bereichern. Darauf läuft es doch verdammt nochmal hinaus. Und jetzt pack dich fort. Ja, was hast du da hier drin dann verloren? Trumbel sagt, dass du seine Familie bedroht hast. Oh, das wundert mich gar nicht. Was für ein Adliger dieser Trumbel. Zwei große, starke Kinder, die reinste Seele in ganz Goldtal. Der Zwerg schnaubt. Da fragt ihn seine Boden aus, um seine Angelegenheiten für ihn zu erledigen. Na, du kannst zu ihm gehen und ihm sagen, dass wir seinetwegen schon seit Tagen nichts Festes mehr gegessen haben, dass wir uns seinetwegen die Schenke nicht mehr leisten können, aber dass wir uns nicht an seiner Stadt von irgendeinem Fremden einschüchtern lassen. Ja. Du bist ein gefährlicher Säufer. Ich gebe ihm mal eine Runde aus. Svenor zieht es kurz in Betracht. Er schaut die anderen an. Also gut, bring uns was, mit dem wir unsere Kehlen von ihm befeuchten können. Dann könnte ich gewillt sein, mit dir ein paar Worte auszutauschen. Yes. Ja. Pasca, ich hätte gerne eine Runde. Welcome. Ich würde dem feinen Kern da drüben eine Runde ausgeben. Hallo mal wieder, willst du deine Füße ein Weilchen ausruhen? Ja, ich sollte erst damit anfangen. Also Runde ausgeben. Feine Kerle, jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Wenn sich hier noch mehr geprügelt wird, muss ich Sveno endgültig Hausverbot erteilen. Die Schankwirtin runzelt die Stirn. Bis dahin kostet das 6 Kupferstücke für alle. Ja, bitte. Also gut. Hier 3 Krüge für die 3 Narren. Sieh dich bloß mit ihnen vor, das sind ziemlich temperamentvolle Kerle. Ja, jetzt habe ich einen Haufen Bier. Ich könnte jetzt selber saufen gehen, aber egal. So, hey, Sveinur. Du schon wieder, was willst du jetzt noch? Ich habe mitgebracht. Hey, ja, tatsächlich, bei der Flamme. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über einen Krug dieses Scheißbiers vom schwarzen Hund mal so freuen würde. Bei den Göttern, das ist gut. Na gut, ich werde dir zuhören. Was hast du uns denn Wichtiges zu sagen, was eine Runde mehr wert ist? Schau mal, den Müller zu bekronen ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könnt ihr ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. Vielleicht konntest du mir mehr darüber erzählen, was hier vor sich geht. Wenn du gegenüber dieser Familie auch nur die Stimme erhebst, ja, werde ich dich auf die Windmühlenflügel spannen, damit dich die Krähen auffressen können. Du bist ein gefährlicher Säufer und ich werde dich zur Strecke bringen. Auf Wiedersehen. Erzähl mir mal mehr. Es ist so, wie ich gesagt habe. Der Müller kontrolliert die Getreidepreise, er behauptet von sich gerecht zu sein, aber ich weiß es sicher, dass Leute wie Aufra nur die Hälfte von uns zahlen. Der Zwerg seufzt. Und vielleicht sind wir ein bisschen grob zu ihm gewesen, aber was hätten wir tun sollen? Wir können nicht mehr weiterzahlen, wir werden verhungern und meinst du etwa Trumbel würde das leid tun?
Ja gut, er hat ja gesagt, Aufrei ist schwanger und das sollte der Zwerg eigentlich auch einsehen. Deswegen macht der Aufrei ein bisschen bessere Preise, beziehungsweise gibt ihr etwas mehr ab. Weil er hat ja auch argumentiert, es wäre nicht richtig, die Frau und ihr Kind verhungern zu lassen. Ja, und Trumbel steht eh mit dem Rücken zur Wand. Svenor sieht dich einige lange Augenblicke an, während er große Schlucke aus seinem Krug nimmt. Schließlich seufzt er. Du hast recht, wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir nur an diesem Baum da hin. Er schaut seinen Kameraden an. Sagt Trumbel, dass wir ihn in Ruhe lassen werden. Keine Ahnung, was wir angesichts des Ernteausfalls machen sollen. Sonst können wir uns kaum etwas dazu verdienen. Ob Pascha wohl ein bisschen Hilfe in der Schenke braucht? Ich weiß nicht, ob wir sie da fragen können sollten. Welcome. Nein. Okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und ich werde hier speichern, wie gesagt. Ich muss die Aufnahmesession auf zweimal machen. Ich werde hier aber nur mit einem Quicksave abspeichern, dass wir das nicht zu lang machen. So. Quicksave. Und dann sehen wir uns gleich wieder.